Ganze Tag hin und her. Das glaube ich, ja. Ich glaube, 9 oder 10 Wochen soll es dauern und dann wird unten wieder aufgemacht. Ah, wird wieder aufgemacht? Ja, ja. Okay. Jetzt sind sie ja da. Und dann brauchen wir ein Gehgeschäft, gell? Ja. Vielleicht ist natürlich nicht so gut. Immer noch Staatspension. Hier eine hübsche Ferienanlage, auch in spanischem Stil entstanden. Denn da hat man manches Mal auch auf der Ostseite, wenn man das Telefonbuch durchblättert, auch ein paar spanische Familiennamen. Denn bei den ständigen Wechsel, was immer wieder über Elba gegangen ist, da sind dann immer mal Leute hängen geblieben. Und aus dem setzt sich praktisch die Inselbevölkerung zusammen. Und hier auf der Ostseite mehr Spanisch und dann natürlich dann auch ab und zu ein bisschen Französisch, Toskana und anderen Regionen von Italien. Wo sie sind. Da ist er sehr ausgiebig. Wissen wir dann bitte hier Seite zu Seite. Aber die sind beim Arbeiten da eben. Ja, das war ja, aber das waren andere Lagen. Aber sind sie vom Westland weg. Ja, heute ist ein bisschen problematisch. Die sind beim Asphaltieren, wie sie sehen, der Verkehr ist, ja. Damit dann auch die Leute sehen, hier arbeitet man. Das ist nur, das Kreuz ist nur noch halb, denn es hat der Blitz getroffen und da ist das also noch nicht wieder gerichtet. Und es ist nur ein Hinweis, das hat, aber abends hat es immer geleuchtet, aber jetzt natürlich nicht mehr. Und das ist dann, dass da eben diese Art Wallfahrtskirche ist. Montserrat, das ist allerdings in Spanien normal sehr bekannt, aber damals waren das Mönche von Spanien, die man hierher schickte und da haben sie wohl eine Ähnlichkeit in der Landschaft entdeckt und dadurch entstand auch hier ein Montserrat. Mi chiama di giù? Portali via, se no ci incastriamo. Attention.
Vous allez me dire de quoi? Anschauen. Ja, das ist auch schön, die Häuser da. Hotel. Durch die Medicis gegründet, Cosimo der Erste, Großherzog der Toskana, war wieder stark und kräftig geworden, hatte sich damals schon von Florenz aus bis an die Küste ausgebreitet. Sinusite und Residenz von Napoleon. Und zwar wurde das Häuschen, ein schlichtes Bauernhaus, durch die Schwester Napoleons wurde das erstanden, die schöne Pauline Borghese. Und weil sie ihm das geschenkt hat, da ist es dann nach dem Tode des Kaisers auch in die Erbschaft übergegangen. Und die Erbin war eine Nichte von Napoleon, eine gewisse Mathilde. Die sollen sehr halb durchgehen. In dieser Ecke haben wir eine Dame, die ist eigentlich auch gewisser Wert, denn sie entstand wohl durch Antonio Canova. Antonio Canova war ein sehr bekannter und berühmter Bildhauer. Das letzte Fenster, das wäre das Badezimmer. Und dann geht an der Seite noch eine andere Treppe hoch. Und von da haben sie wirklich einen wunderschönen Blick hinunter nach Porto Ferraio. Und dann gehen wir natürlich auch oben rein und schauen uns die Sachen dann etwas oben. Da soll ja auch eine eigene Bleibe geben. Die kann man da mal in so eine Mixer runterkommen lassen. Deswegen war ich das eben auch willkommen. Wir sehen hier auf Porto Ferraio die Festungen und natürlich die Altstadt. Und dahinter, was so ist, das ist schon wieder Festland, was so quer rüber geht. Wenn man erzählt, sieht man plötzlich nach oben sucht, auf der zweiten die Fahrplätze und findet sie nicht. Ja? So, also, wer gerne wissen, was sie tun. So, Rep. Aus der Blumenhaube. Das ist eine Maschine, ja, sie liegt selbst da. Nach einer halben Stunde erreichen, allerdings da oben zu Fuß, da braucht man 5 oder 7 Stunden, ehe man dann wieder hinunter zu einer Ortschaft gelangt. Es war auch teilweise so angelegt, dass sie nicht sichtbar war, denn wenn die Feinde da irgendwo lauerten, dass sie keine Zufahrtswege entdecken konnten vom Wasser aus und deswegen waren das sehr versteckte Maultierpfade, Seite von Elba. Oh. Oh. Oh.
ist jetzt nicht die Woche, wo dein Fuß abstürzt. Sehen Sie, da steht also Stopp. Wenn die Ampel dann also auf Rot steht, dann sollte man umdrehen. Aber um diese Entscheidung aus dem Wege zu gehen, ist die Ampel immer kaputt. Er hat es mir geschenkt, wie ist denn für den Mann, seine Suppe. Das machen wir schon. Das eine von unserer Bucht machen wir. Was ist das? Das eine von unserer Bucht machen wir. Also wirklich? Ja, wir nehmen das mit nach Überlingen. Und dann schicken wir es euch wieder nach Dingen. Ja, das nehmen wir erst in Überlingen. Ja, jetzt haben wir das Licht. Das ist auch sehr schön. Wunderschöne Bilder, gell? Ja. Schön.
Weißt, wenn man mit privat fährt und dann macht man, wenn man gerne da oder dort hin will, halt oder nicht, das ist schon ein Unterschied, als wenn wir dort am Häuser. Die Balle, die war schöner, oder? Tu vois, ils sont pas plus chers qu'ailleurs, les petits animaux. Regarde, Della palazzina dei mulini si erge il Forte Stella. Thank you.
drüben das, die Fahnen, das Haus. Arrivederci, arrivederci. Dove sono? È sulla Marina di Carlo. Che la fa? Oh, non ci si. Pensavo fosse la mia, ci dava noia, perché? Prova a girare, proviamo un po', non c'è. Che proviamo noi, siamo lì, che vuole chiamare? No, ma sa cosa magari per te? Proviamo. Sa finire? Sì, se si avvolge un passo. Ho tirato. Da dietro, perché da fino avanti non va bene. Sì. Vai. No. Sta così anche bene,
Ich habe recht.